Moin moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr Kochsalzlösung einfach selber herstellen könnt. Ihr braucht dafür ein Gefäß, etwas Salz, ihr könnt natürlich auch Salz, also knochiges Salz nehmen, ihr könnt geriebenes Salz nehmen, ihr müsst halt Salz nehmen, ne? Natrium. So, da brauchen wir erstmal, wir wollen nämlich erreichen 0,9% Salzgehalt im Wasser. Das ist ungefähr der Salzgehalt wie in eurem Blut. Das heißt, dadurch wird dieser Stoff auch einfacher aufgenommen. Zum Beispiel, wenn ihr es als Inhalationshilfe benutzen wollt. So, aber erstmal sollten wir natürlich das Wasser erhitzen, weil erstens das Salz sich dadurch leichter auflösen kann und zweitens, weil beim Kochen auch noch etwaige Bakterien getötet werden. Und dann packen wir unser Jodsalz in Bereitschaft, haben einen etwas höheren Krug dazu genommen und einen Teelöffel. Die Dosierung ist recht simpel. Wenn ihr 1 Liter Wasser habt, werden dabei 2 Teelöffel Salz verwendet. Bei einem halben Liter reduziert sich die Salzmenge entsprechend auf 1 Teelöffel. Dadurch, dass ich die Kochsalzlösung zum Inhalieren benutzen möchte, in so einem Verdampfungsgerät, reicht uns absolut die niedrige Menge, also 500 Milliliter. Diese 500 Milliliter hatten wir am Anfang ausgelesen anhand unseres Kruges und diese 500 Milliliter haben wir auch in den Wasserkocher gerade gepackt, der diese Wassermenge gerade zum Kochen bringt. Ja, wir können diese selbstgemachte Kochsalzlösung verwenden zum Inhalieren oder für eure Kontaktlinsen zum Chillen, dass ihr die dort hineinlegt. Oder was kann man damit noch machen? Ihr könnt es trinken, ne? Das ist auch salzig. Ne? Oder ihr könnt es natürlich, wenn ihr mal Infusionen fertig machen müsst, dann könnt ihr diese Kochsalzlösung natürlich auch für diese Zwecke verwenden. Ist ja klar, ne? Also das macht man ja alle Tage mal. So, was wir jetzt machen, das Wasser kocht rein in den Bottich. Wir haben hier jetzt 500 Milliliter reinstes Wasser. Es ist kein Quellwasser, es ist einfach nur Leitungswasser. Aber Leitungswasser ist ja sehr gut kontrolliert in Deutschland, deshalb sollte es da auch keine Probleme geben. Jetzt 1 Esslöffel dazu mit dem Salz. Umrühren und dann abkühlen lassen. Die Kochsalzlösung, die hat jetzt nicht so eine super lange Haltbarkeit, weil ja, da könnt ihr ja schon mal reinfallen. So. Also trinkt sie mal schnell weg. Ja? Nee, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback. Bis zum nächsten Mal. So.